So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bettbausimulator 2024. So, wir brauchen irgendwas, was wir als Stützen nutzen können. So eine dünne Stäbe hätte ich gerne, die man einfach dann so hinstellen kann. Ich glaube, sowas gibt's nicht. Das Kleinste, was es immer gibt, sind immer diese komischen, die halt mindestens so dick sind. Also das heißt ein Viertelblock. Der ist mir aber einfach zu dick. Ich meine, ich werde wahrscheinlich die Dinger nehmen müssen letztendlich denn. Was willst du machen, aber es wäre halt schon schön, wenn wir vielleicht doch noch irgendwas finden, das auch geht. Was ist das? Lichtband am Boden. Aha. Lichtband am Boden. Okay. Pipes füllen? Nee. Da kennst du ja, dass es Pipes sein sollen. Das. Nee. Betonpfosten. Sieht zumindest ein bisschen schmaler aus. Okay, merken wir uns mal. Das ist auch wieder bloß ein Werkzeug. Orange, das ist doch genau das. Das passt doch wunderschön zu den grünen Gardinen. Weiß ich ja nie. Dann strahlst du mal morgens beim Aufstehen. Kommst du voller Energie in den Tag. Let's go. Nehmen wir auch Flugzeugzeuge. Ja, dann gucken wir mal nach Pfosten. Was ist denn das hier? Strauch. Also, siehst du mal gucken, gibt es eigentlich irgendwas bei Post? Ah, nee, bloß irgendwelche postapokalyptischen Items. Ja, wer soll die Dinger? Brauchen wir Stein? Warum kann man nicht Betonpfosten einfach aus Beton bauen? Warum braucht dafür Stein? Das ist doch, was mit denen falsch? Haben wir viel Lack gesoffen? So, wir brauchen Stein. Achso, haben wir unten. Never mind. Wir brauchen Stahlstäbe, habe ich hier drin. 1, 2, 3. Dankeschön. So, gib mir mal ein paar davon. Kann ich gleich mal gucken hier? Silbersandstein? Nein. Beton? Wieder. Die restlichen vier nehme ich mal raus. Dankeschön. Haben wir noch welches Beton drin?
Nö. Na gut, dann kommst du einfach da unten hin. Easy. So. Warum werde ich mal zweimal teleportiert? Verstehe ich nicht. Hey, lass mich rein. Hier bin ich falsch. Wo will ich hin? Achso, hier. So. Da gucke ich mal, wie gut die Dinger dingen. Sind halt auch schon so dick, dass es komisch aussieht, ne? Das merke ich auch immer wieder, wenn ich morgens in den Spiegel schaue. Nee. Nee, das funktioniert leider nicht. Das sieht total. Das sieht scheißen Dreck aus. Das funktioniert so ja mal gar nicht. Überhaupt nicht. Boah, ist das blöd. Oh, Mann. Wie gesagt, andererseits diese Betondinger, die wären halt noch dicker. Ah, die Dinger wären halt noch dicker, wären aber dafür zumindest ein bisschen halt komplett hier drunter. Vielleicht ist das denn doch eher die bessere Alternative. Ich meine, hier steht er dann auch wieder frei und sieht damit relativ groß aus. Aber was willst du machen? Wir haben sonst auch nichts da, was wir sonst irgendwie verwenden könnten. Das schon ein bisschen deprimiert ist. Also nehmen wir doch schweren Herzens vier von diesen Dingern. Das ist wieder diese 14-Dinger, 15-, wo sind die anderen? Hier. Dankeschön. Okay. Ja. Okay. Rechtsklick, Linksklick. Was? Linksklick, rechtsklick. Ah! Das ist schon echt fett. Eieieiei. Das ist ja holy shit. Ah! Ups. Ich wollte die Schraube drehen. Ne? Achso. Nein. Was? Ich blicke hier gerade überhaupt nicht durch. Ha! Ich. Gut. Ich akzeptiere es einfach so. Voilà. Ja, besser als das andere, auf jeden Fall, aber hier vorne das Ding ist natürlich. Oh, Alter, das ist schon hart fett. An der Grenze. Soll ich doch irgendwie versuchen, die Dinger von oben, aber dann brauche ich oben für einen Vollblock. Weil wie gesagt, da drunter ist ja direkt das da. Also.
Warte mal kurz. Könnte gewagt sein. Könnte aber funktionieren. Gib mir die Dinger mal her. Ich probiere mal was. Ich glaube, ich habe eine Idee, die auch komisch aussieht, aber nicht ganz so komisch wie das. Wenn ich jetzt Beton. Kann ich ja auch reinschmeißen? Nee, schade. Die Dinger hier. Und die da von der Decke runter gehen lasse, dann bräuchte ich erstmal hiervon zwei. Also ich muss vielleicht alle nehmen. Never mind. Hä? Ach, ich hatte zwei Blöcke. Ich nehme noch. Also am besten doch einfach mal gleich alle Blöcke mitnehmen. Danke. So. Und dann brauche ich hiervon zwei. Ich hatte natürlich jetzt von beiden nur vier bekommen. Das ist natürlich härter, liebst. Aha. Oh. Aha. Das ist ja praktisch. Bei dem anderen Haus, wenn wir es nach Home teleportieren, wenn wir immer nur einmal teleportiert, aber wenn wir es nach Home 2 teleportieren, wenn wir mal zweimal teleportiert. Wenn ich jetzt nach Home 3 schreibe, werde ich dann dreimal teleportiert? Liegt es vielleicht daran? So, jetzt probiere ich mal etwas, was eine absolute Katastrophe werden könnte. Aber ist ja nur eine Decke, ne? Ist ne Ach scheiße, ist die 2 hoch. Wir haben ja hier diese Zweierplatten genommen. Na, verdammt, egal. Man sollte es trotzdem nicht sehen. Man sieht es komplett. So, Schraubendreher. Oh, nee, fällt nicht so sehr. Also, na doch, ist. Ja, es geht halt nicht anders. Leute, was soll ich denn machen? Gut, ich könnte die ganze Decke rausreißen und alles gegen Einlaufplatten ersetzen. Das wäre eine Möglichkeit. Wer ist? Das war das Falsche. Ich wollte dich. Danke. So. Jetzt kommen die Dinger da dran. Und damit haben wir so ein bisschen die Art von einem L-Profil. Was passiert hier gerade? Ne, so eine Art runtergehendes L-Profil. Ich weiß nicht. Das ist so schon hart hässlich. Aber besser geht's nicht. Das Einzige, was ich gerade anbieten kann, dass es quasi daran dann runterhängt. Ich meine, man könnte natürlich auch probieren, dass man sagt, wir machen die Dinger nach da, machen dann hier einfach nur eine Platte ran. Das wirkt dann dadurch, dass es nicht so eine Ecke ist, dann weniger wuchtig. Wisst ihr, wie ich meine? Ich klatsche mal hier auch so ein Ding ran. Das wirkt dann schon ein bisschen, ja, aber man sieht komplett, dass es da eine andere Höhe hat. Ach, das ist doch alles, das ist doch Scheißendreck. Wer macht denn so einen Kacke? Das ist doch nicht mehr normal. Wir müssen die ganze Decke austauschen, Leute. Ich sag's euch. Oh mein Gott. Ich meine ganz ehrlich, warum nicht? Viel verlieren wir dabei ja nicht. Ich meine, sind dann auch immer noch Platten, so.
Ey, das war gerade nicht gewollt. Boah, Digga, bei dem ganzen Umgucken wird mir gerade voll Käse im Kopf. Das ist ja schlimm. Na ja, komm, jetzt runter hier. Tja, wir können natürlich auch einfach das so lassen, ne? Da haben wir schon das Muster in der Decke. Aber, nee. Ich meine, er hat was, ja, aber erstens ist es zu kunterbunt und zweitens haben wir hier noch ein anderes Muster. Und beides kombiniert ist dann einfach too much. Vor allem ist das halt das gleiche Muster, wie dann auch hier oben ist. Und das dann auch wieder irgendwie. Ne. Nee. So, wollen wir noch die Lappen abmachen, ne? Oh, hier ist noch eines. Jetzt wird's dunkel. Ey. So. Und das Traurige ist. Dadurch, dass gerade mein Perfektionismus wieder kickt, muss ich das Ganze jetzt auch noch auf der anderen Seite machen. Leute, was soll ich euch denn sagen? Ich kann doch auch nicht aus meiner Haut. Aber seid gewiss, dass ich mit euch leide. Ha. Ey, achso, der Tisch. Ha. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja heftig. Dieser Tisch schränkt mich in meiner kreativen Auslebung ein. Ich fühle mich beengt. Bei allem, was ich tue. Schön ist es dunkel in Berlin. So. Ich schau mal, wir haben alle Platten eingesammelt. Runtergefallen? Nee, ne? Ne. Es ist gerade dunkel. Oh. Oder auch nicht? Ist jemand on? Ah! Zwerg ist gerade angekommen. Ha! Das erklärt einiges. Hab gerade weiß nicht warum gemerkt, dass du on bist. So, liegen hier noch irgendwelche Sachen rum? Oh ja, habe gerade was aufgesammelt. Okay, hier auch noch. So, Jungfrau ist runtergefallen. Auch nicht. Sehr gut, 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 sehr gut. Okay. Home. Okay, was sind das für Dinger? Das sind ja auch Betonplatten, ne? Ja, das sind alles Betonplatten. Das heißt, wir nehmen jetzt hier. Wie viele sind das eigentlich? 100. Gott! 220. Wow! Oh, das ist schon ordentlich. So, kommen die alle. Wiederverwerten. 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 220. Okay, also geht natürlich nicht, schade. Dann machen wir 55. 1, 2, 3, 4. Haben wir auch 122. So. Und jetzt brauchen wir das Ganze auch nochmal mit den Meselampen. Intuition. Ja. So, wie ist er?
40 rein und 40 ganz flache wieder raus. So. Ich nehme die Sache einfach mal mit. Und dann können wir jetzt hier anfangen, direkt die Sachen zu platzieren. Das heißt, wir nehmen mal die Dinger. Ach, verdammt. Wir brauchen ja, wir können auch gleich hier Beton. Zum einen können wir natürlich die hier einschmelzen. Nee. Wir können davon nur zwei einschmelzen. Die können wir komplett einschmelzen. Und jetzt brauchen wir nochmal zwei 1/16-Platten. Und das war's. Und schon haben wir wieder einen ganzen Betonblock. So leicht, Leute. So einfach geht Recycling. Tada. Ich habe eine ganze Woche bei Remondis gearbeitet. Ich weiß, wie das sowas funktioniert. So. Drecksfirma. Also, ich war ja zum Praktikum. Eigentlich geplant ein bisschen längeres Praktikum Praktikum, ich hab da gearbeitet. Das war meine erste Arbeitsstelle. Hab da eigentlich geplant ein bisschen länger zu arbeiten. Das war so mein erster Schritt in die Berufswelt. Aber direkt nach der ersten Woche habe ich gekündigt, weil das war so ein Drecksbetrieb. Also das war halt wirklich, also es war halt ich war halt in der Sparte vom Elektrorecycling so. Und dann haben wir da irgendwelche Fernseher zerdeppert. Also ne, so alte Röhrenfernseher. Das Ganze halt ohne adäquate Schutzbekleidung. Das ist richtig dreckig. Naja. So, genau, perfekt. So, jetzt kommt's richtig, Digga. Ich platziere erstmal die Lampen. Wie waren das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, ne? Ja, doch, müsste 5, 10, 2, nein, macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung. Klingt irgendwie falsch. Nein, doch, richtig, genau, das sind ja 5. Mal 8 sind genau 40 Lampen und wir haben 40. Doch, macht voll Sinn. Ups. Jo. Ja, auf der Seite erkennt man jetzt auch nicht mehr, dass das Lampen sind. Das ist ja schön bei diesen ganz flachen Dingern. Also gleich noch ein Vorteil von den Dingern. Wir können ja jetzt auch ganz nah die Treppen ranbauen. Oder dass das wie scheißen Dreck aussieht. So. Und jetzt können wir die ganzen Platten installieren. Da versuche ich mal wieder einfach eine irgendwie hinzuklatschen. Und dann die kopieren, damit die anderen alle gleich ausgerichtet sind. Egal wie ich selber stehe. Zu dem Thema. Dieser Tisch, ne? Ich glaube, ich reiß ihn gleich ab.
machen. So. Hätten wir das schon mal? Weg mit dir. Weg mit dir. Oha. Ich vernehme Geräusche. Von Tieren. Abartige Kreaturen. Ja, und dann können wir nächste Folge hier die andere Seite machen. Und dann gucken, ob das denn hier mit der Optik denn passt. Das alles nur für dieses eine kleine Ding, Alter. Goddammit, was tue ich eigentlich? Bis dann.